Servus Leute, willkommen zum neuen Unboxing-Video hier auf meinem Kanal. Heute dreht sich alles um dieses schöne Packerl hier, was wir hier haben. Machen wir schon gleich auf. Schauen wir doch gleich mal rein, was wir hier überhaupt haben. So. Ja. Okay. So, dann mal hier. Mein Gott, die verpacken das ist echt immer so gut. Also, was heißt so gut? Da sind zigtausend Schichten an Plastik hier. Also ein bisschen übertreiben kann man es auch. Aber mal besser, als dass es überhaupt nicht eingepackt ist. Würde ich jetzt mal sagen. So. Das sollte jetzt auch schon reichen. So, und zwar geht es heute um ein schönes Wagenset mit 5 Wagen und zwar von Lilliput, wie ihr schon hier sehen könnt. Hier, sehr schön, mit so einem kleinen Guckfenster. Das machen wir noch kurz ab hier. So. So, das hier jetzt neu mit Kurzkupplung. Also dieses Wagenset ist auf den zweiten Blick etwas älter. Na, hier hinten ist nichts. Made in Austria, also Österreich. Ja, und sonst. Ja, die Artikelnummer ist wahrscheinlich 835. Das checke ich jetzt hier an der Verpackung jetzt nicht so sehr, aber ich denke mal, das ist die Artikelnummer. So, okay, dann schauen wir mal rein. So. Was haben wir denn jetzt schon hier? Okay, das sind hier so Aufkleber, hier mal Lilliput und warte, das halte ich falsch rum. So, oder doch nicht? Warte. Achso, nee, immer eins ist umgedreht, okay. So wie es hier ausschaut, sind das die Fahrtafeln. Ja, oben steht, denke ich mal, wohin er fährt und unten, woher er kommt, glaube ich. So genau weiß ich es nicht. Auf jeden Fall ist das personalisierbar, das ist schon mal sehr cool. So, dann kümmern wir uns doch schon mal gleich um den ersten Wagen, um den A-Wagen hier. So. Diese Wagen gehörten zur Baugruppe 39 und hier haben wir den A-Wagen. Also erste Klasse AÜE 310. Hier wunderschön. Ja, die Wagen hatten die Besonderheit, dass die hier so eine schöne Schürze haben.
für die Aerodynamik, die Schürze da, plus ja, die wunschnittige Form halt, dass das Ende der Wagen über die Pufferteller, also an die Pufferteller gehen, so abschließend sind und so ein bisschen hereingehen, dass es so ein bisschen ja, fließender Übergang ist, dass es aerodynamischer ist. Ja, waren sozusagen die ersten richtigen Schnellzugwagen. Hier hat sich was verschoben. Also die ersten Wagen, die etwas zügiger fahren konnten. Natürlich auch auf der Verpackung groß angepriesen. Hier der Kupplungsschacht, also Kurzkupplung. Ja, läuft alles super, schaut super aus. Ist ein Abteilwagen. Und ja, gehen wir rüber zum nächsten Wagen, der sein wird, der AB-Wagen, also erste und zweite Klasse. So. Da haben wir. Genau. Ein ABÜE 334, erste, zweite Klasse Wagen. Genau. Auch mit der Schürze hier. Und ja, dieser Karosserieform. Und ja, schaut alles super aus. Auch hier die Lüftungsschlitze. Ja. Hallo, Fokus. Hier die Lüftungsschlitze für die einzelnen Abteile. Schaut wunderbar aus. So. Und noch eine kleine Anmerkung. Was ich gerade hier herausgefunden habe, oder was mir ist gerade so, die Wagen haben hier Trittstufen und die bewegen sich in den Kurven mit, was früher gängig war. Ich habe das jetzt hier so noch herausgefunden. Warte, das dreht sich. Eigentlich dreht sich das gar nicht so mit. Ist einfach nur für ein Spiel. Okay. Okay, alles gut. Manche Puffer sind ein bisschen verdreht hier. Okay, das ist auf jeden Fall unser ganz normaler ALB-Wagen, also zweite Klasse Wagen, wie man hier sehen kann. Ja, der schaut ein bisschen gebrauchter aus. Wir haben dieses Wagenset gebraucht gekauft, soweit ich das weiß. Sind alles Abteilwagen. Und ja, das ist ein BÜE 366. Ja, auch diese Karosserieform. Davon hatten wir, soweit ich weiß, bis jetzt nur einen Wagen. Daher war uns das relativ oder bis sehr wichtig, dieses Wagenset zu bekommen, oder diese Wagen zu bekommen. So, dann kommen wir schon zu einem Postwagen. So, der hatte hier oben schöne Dachfenster und ist, ja, so wie die anderen Wagen, schön abgeflacht,
Hat keine Übergänge. Da ist zu. Ja, und auf der anderen Seite ist auch zu. Also ich denke mal, dass das keine Tür war. Aber so genau weiß ich es nicht. Könnt ihr in die Kommentare schreiben, ob das so eine Behelfstür war, dass man trotzdem die Wagen, also zwischen den Wagen hin und her laufen konnte. Hier war der Postfachschlitz. Und ja, steht Deutsche Bundespost drauf. Und hier steht dass der in Köln anscheinend beheimatet war. Da muss ich jetzt selber gerade schauen hier. Köln-Deutzer Feld ist, glaube ich, das BW, wo er ja zu Hause war, kann ich mir vorstellen. So, der Postwagen hat die Bezeichnung Post B-21. Genau, was hier auch steht. Unter der Deutschen Bundespost, unter dieser langen Zahl steht Poststrich B Querstrich 21. Genau. Sonst Wagenboden, ja. Geht fit. Sieht man ja eh nicht durch die Schürzen. Und ja, alles super. So, jetzt kommen wir noch zum Speisewagen. So, der im Vergleich zu den anderen verhältnismäßig länger ist. Das hat man besonders in der Verpackung gesehen. Genau. Das ist ein wunderschöner Speisewagen. Ja. Mit der Bezeichnung WRÜGE 152. Ja, und in der Papplackierung. Genau. Wunderschöne Wagen. Auch wenn sie auch wenn man jetzt manchen Wagen ansieht, dass die jetzt nicht neu sind. Aber die alten Sachen haben sich meistens eh mehr bewährt. Ja, und dieser schöne Speisewagen ist auch für uns jetzt das Highlight, wo wir jetzt entschieden haben, dass wir dieses Wagenset wollen. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst wie immer gerne ein Like und ein Abo da. Und ja, wenn ihr zum Fahrvideo dieser Wagen kommen wollt, dann wartet noch ein bisschen ab. Wir haben gerade viel zu tun, anderweitig. Und ja, Fahrvideos kommen. Auch mit den anderen Wagen, die sich jetzt schon angekündigt haben. Aber es kommt alles zu seiner Zeit. Und ja, hoffe, wir können euch damit jetzt erstmal vertrösten. Dann bis zum nächsten Video. Ciao.